Im Pokal stellt Regisseur auf die Bank verbannt. Herbert Neumann. Jorsch, Horat Absatzdrück. Wurde von rechts oder links, ich weiß nicht mehr genau, in die Strafraum reingespielt und ich stand plötzlich 5-6 Meter vor dem Gleff und habe den Ball angenommen und war ganz frei. Höher. Ich war überrascht und Hundertstel oder Tausendstel Sekunde habe ich gezögert, weil ich glaubte, ich bin abseits. Ich stand 5-6 Meter in so einem Spiel plötzlich ganz frei vor dem Gleff. Zöger. Der abgebrühte Gleff kommt natürlich schon 2 Meter raus und dann mache ich das Blödeste, was ich machen konnte. Ich wollte den Ball über ihn heben, hat er die Greife gemacht und ich stand blöd da. Ich hätte in der Erde versinken können, bis über die Haare. Es war die Chance, in dem Augenblick, wenn ich es gemacht hätte, hätten wir mit Sicherheit das Spiel gewonnen, denn das 2-1 war jedem auf dem Platz klar. Wer das 2-1 schießt, gewinnt hundertprozentig das Spiel. Und der Schuss von Kieferhorn wird gehalten. Das ist schon 1-1. Der Trainer weiß, weil er macht keine Anstalt, Netzer einzuwechseln, also wechselte Netzer sich selber ein. Undenkbar heute, aber er wechselte sehr, holte sich diesen Mitspieler ran und sagte, du kommst jetzt raus, ich geh rein, dann ging er rein. Es machte sich bis dato gar nicht bemerkbar, dass er nicht auf dem Platz war. Es machte sich dann nachher umso schlimmer bemerkbar, als der dann trotzdem auf dem Platz getragen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Netzer jetzt auch sehr schwer ist, in seinem letzten Spiel in der deutschen Bundesliga. Wenn er drüber gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich auf den Zuschauer hinein erschossen. Da war alle Wut, alle aufgestaute Wut war in diesem Schuss drin. Der riss mal das Netz kaputt und für uns riss natürlich der Film total. Das war's. Ne? Aber das war ein sensationelles Spiel, was man, glaube ich, in der Form nur einmal erlebt. Wir nahmen dieses Tor nach den Ferien zum Anlass, um mit uns über zivilen Ungehorsam.